Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, in der letzten Folge ging es so drunter und drüber. Ich habe das ein bisschen zusammengeschnitten und ja, letztlich konnten wir dann nach 2 Tagen warten doch endlich mal... Welchen habe ich denn jetzt markiert hier? Konnten wir dann doch endlich mal weitermachen. Den hatte ich markiert. Also die... Ja, doch, jetzt sehe ich es auch. Da ist auch so ein Kreis drum. Ja, ja. Okay. Muss man sich erstmal dran gewöhnen, weil wenn man nicht direkt drauf guckt, ist der Kreis nicht da. Genau, und bei den anderen ist der Kreis nämlich nicht da, wenn man das anvisiert. Ja, ja, okay. Wir müssen... Sollte theoretisch... Ach ja, stimmt. Hier hinten sein. Da waren wir ja schon mal. Da hatten wir keinen Schlüssel. Und der Typ war ja am Pennen. Oder sie. Ich weiß es nicht. Ist es... Ah, hier. Ja, lauft mir doch nicht alle davon. Es waren eher. Okay. Da ist auch eine Kasse. Kann ich mit dir irgendwas machen? Bookstore. Gegenstand kaufen, verkaufen. Kann hier nicht verkauft werden. Wieso kann ich den Fisch hier nicht verkaufen? Oh, jetzt sag mal bitte nicht, ich muss da jetzt jedes Mal zu den eigenen Leuten hingehen. Oh, ein freundliches neues Gesicht, das ich noch nicht kenne. Ich bin Baru, der Bauer, und ich spüre, dass wir uns bestimmt grün sein werden. Habe ich schon erwähnt, dass ich auch ein Stand-up-Komödiant bin? Kannst du mir die Grundlagen des Gartenbaus beibringen? Du bist hier richtig, wenn du dich für frische Ernte begeistern kannst. Ja, kommt ein bisschen flach. Ehrlich gesagt, es imponiert mir, wie du deinen Weg gehst. Wenn ich so mutig wäre, würde ich vielleicht mehr aus meinem Leben machen, als einfach nur über die Runden zu kommen. Das war nur ein Scherz. Das Leben auf dem Bauernhof ist toll. Vor allem, wenn man den Geruch von Ormu-Dünger am Morgen liebt. Das hört sich nicht so... Das hört sich so nach Fäkalien halt an. Ich gebe zu, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Ich sage dir was. Wir treffen uns später auf deinem Grundstück und ich zeige dir die Schritte. Sieht aus, als wärst du bereit, bei Kenli vorbeizuschauen. Er ist unser Bürgermeister. Also wird er dir ein neues Haus besorgen. Hab ich schon. Aber okay. Was ist denn, wenn wir jetzt hier nochmal Chat drücken eigentlich? Kartoffeln sind am schlimmsten zu ernten. Die wachsen so niedrig, dass sie mir den Rücken ruinieren. Call me an orange, 'cause I'll see you around. Was? Nenn mich eine Orange, weil ich dich um mich herum sehe, oder was? talk to Reef. Reef. Das ist der hier. Aber die Wege sind schon... Oh. Ich meine, erstmal von hier nach da und von da nach hier und dann wieder woanders hingelaufen ist, das ist schon heftig. Was bist du denn hier eigentlich? Das würde ich gerne mal kurz austesten. Ist da irgendwie Gold oder sowas drin? Und die andere Frage wäre, kann man den anderen was wegnehmen? Das fände ich nämlich doof. Kupfererz. Überquellende Gegenstände. It looks like your inventory is full. Ah, nee. Extra items are stored in overflow for a limited time. Ach, ja toll. Das ist nicht euer Ernst. Das heißt, ich muss erstmal nach Hause, sonst kann ich wahrscheinlich bei dem gar nichts machen, ne? Weil ich weiß nicht, ob ich da was bekomme. Mice Hollow? Phoenix Falls? Questziel. Ja, Aber ist es denn auch mein Questziel? Das ist jetzt so die Frage. Ah, ist das doof. Aber hier ist Kupfer. Das ist auf jeden Fall schon mal cool zu wissen. Weil hier sind überall so Kupferquellen. Dann laufen wir mal. 300 Meter. Okay, da war jetzt kein Weg. Aber fast. Ich schätze mal, hier können wir eventuell rum. Oh, Inventory voll. Ja, ich kann auch nichts mehr nehmen, was dann woanders gespeichert wird. Das ist natürlich doof. Oh, hätte ich das vorher gewusst. Ich dachte, man kann jetzt so schön alles mitnehmen. Aber offenbar dann doch nicht. Dann hätte ich doch lieber alles in meine Kisten getan.
Ich hätte mir nämlich offline extra nochmal eine Kiste gemacht, eine zweite. Achso, ist doch eins weiter runter. Na gut, man kann ja auch nicht alles von Anfang an wissen. Das wäre jetzt schön gewesen, wenn man das vielleicht irgendwie erwähnt hätte, wenn man die Kiste baut oder so, nach dem Motto, dein Inventar kann nur so und so viel fassen. Lagere alles weitere in deinen Kisten oder sowas. Das wäre natürlich cool gewesen, aber naja, gut. Aber es ist natürlich auch eine Closed Beta. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass wir das so oder dass die das so lassen. Das kann natürlich genauso gut sein, dass... Das war Doppelklick, ne? Genau. Das wollte ich verkaufen. Oh, Milch. Wo habe ich das denn jetzt herbekommen? 15 Fokuspunkte. Die tue ich aber erstmal hier rein. Kupfererz kann zu Barren für das Handwerk verhüttet werden. Verhüttet habe ich auch noch nie gehört. Aber okay. Klimanachtmotte. Die habe ich doch dem Typen gegeben, oder nicht? Na gut. Oh, kann man da... Ah ja, mit Rechtsklick den ganzen Stapel reinmachen. Ich dachte gerade schon. Okay, dann machen wir das alles erstmal weg. Dann verkaufen wir hier erstmal was. Ich würde auch gerne mit dir reden. Es tut mir leid, aber ich muss erstmal zu dem Typen in die Stadt gehen. Vielleicht brauchen wir da ja auch noch irgendwas für. So, dann den Fisch. Ich weiß jetzt nicht, ob da automatisch... Nächste Lieferung, 14 Minuten. Gesamtumsatz 115 Euro. Ja, das stimmt. Aber was heißt nächste Lieferung, 14 Minuten? Okay, mit Rechtsklick geht es automatisch nach links. Das ist gut. Ich denke mal, das ist eh Abfall. Das können wir sowieso verkaufen. Ja, und wenn der Typ die Motte nicht haben, würde ich sagen, verkaufen wir die auch. Und wie verkaufe ich das jetzt? Gesamtumsatz? Goldmenge, die du beim Verkauf erhältst. Waren können bis zum Verkaufspunkt... Ach so, entfernt werden. Also habe ich das jetzt doch richtig verstanden, dass der in 15 Minuten die quasi erst holt. Und dann kriege ich wahrscheinlich irgendwas in meinen Postkasten oder sowas. Okay, jetzt ist sie so offen. Das bedeutet wahrscheinlich dann, dass da was drin ist. Ja, der Typ hat mir zwar gesagt, ich soll mal im Postkasten gucken, aber da ist noch nichts drin. Zu dir komme ich auch gleich noch. Ich gehe mal eben zum Bürgermeister. Weil wenn wir denn mal schon mal hier sind... Achso, das sollte ich mir vielleicht mal kurz markieren. Hassian, wieso wird der mir jetzt angezeigt? Ich wollte erstmal zum Bürgermeister hier. Wenn wir denn schon mal hier sind im Spiel und wenn wir denn ausnahmsweise mal spielen dürfen, ich will es nicht zu laut gesagt haben, da hinten soll er sein, dann muss ich das natürlich auch ausnutzen, ne? Das ist doch klar. So, Frage ist jetzt auch, sehe ich jetzt hier irgendwo unterwegs nochmal Kupfer? Weil jetzt, wo ich weiß, dass ich das ernten kann, kommt wahrscheinlich nichts mehr in der Richtung. Oder ich finde zumindest nichts mehr in der Richtung. Obwohl, ja gut, jetzt sind wir mitten im Dorf. Ich denke mal nicht, dass wir überhaupt irgendwas hier abbauen können. So, der Typ scheint hier drin zu sein. Ja. Hey, you. Du bist der Bürgermeister? Oder habe ich mich jetzt irgendwie vertan? Oh, hey, du bist einer der Neulinge, richtig? Mein Name ist Rev. Manche sagen aber auch, da kommt Ärger, wenn sie mich sehen. Sieht ja gar nicht noch aus. Ich bin nicht nur eine schlechte Nachricht, sondern versorge Klima auch mit köstlichen... Klima? Achso, Kilima. Achso, dann stand da bestimmt nicht Klimafalter, sondern Kilima-Falter. Und ich habe es immer wieder falsch gelesen. Mit köstlichen Suppen und Eintöpfen. Hier im Ormus Horn. Ah. Komm nachher mal vorbei, ja? Mit freundlichen neuen Gesichtern rede ich immer gerne. Kannst du mir das Kochen beibringen? Wow, du musst erst laufen lernen, bevor du schwimmen kannst. Es sei denn, du bist ein Fisch. Aber ich bin mir zu 97% sicher, dass du ein Mensch bist. Mhm, ich bin nicht so lila bzw. pink wie alle. Warum fängst du nicht damit an, ein Lagerfeuer für deine Wohnung zu machen? Sobald du die Pilze wie einen Champion grillen kannst, fangen wir mit den komplizierten Sachen an. Wie kann ich denn ein Lagerfeuer machen? Wenn du nicht für den Rest deines Lebens in ein Zelt festsetzen willst, ist es wahrscheinlich eine gute Idee, mit Kenli zu reden. Er ist der Bürgermeister. Ach, Kenli ist das, okay. Aber hey, ich werde so oder so nicht urteilen. Was mir an meiner Arbeit am meisten gefällt,
ist es, neue interessante Leute kennenzulernen. Hm. So wie dich. Vielleicht kannst du mir eines Tages erzählen, wie es in einer verrückten verrückten prismatischen Lehre war, aus der die Menschen angeblich kamen. Meint er jetzt sowas wie das schwarze Loch? Nein, ich weiß schon, was er meint. Das war bestimmt total abgefahren. Kann ich davon ein Bild machen, bitte, wie der da steht? Good job. Das sah einfach nur geil aus. Ich habe total die Orientierung. Ich habe auch vergessen, was er gesagt hat, wie der hieß. Kenley hieß er, glaube ich. Oh mein Gott. Also es tut mir wirklich leid. Ich habe meinen Kaffee heute Morgen noch nicht ausgetrunken. Ich bin total voller Freude, dass ich überhaupt jetzt mal ins Spiel reinkomme und alles. Dass ich überhaupt gar nicht mehr reden kann hier. Moment, das ist... Nee, der ist aber... Ist irgendwo hier hinten, oder? Nee. Der soll in dem Haus sein, oder ist der vielleicht doch oben? Kann man da hoch? Ja, man kann hoch. Okay. Sieht übrigens sehr, sehr schön aus. Also das muss man den Machern ja mal lassen. Ich meine, klar, es ist eine einfache Grafik und so. Wobei man sagen muss, einfache Grafiken oder so Cartoon... Ja, Cartoon ist der falsche Ausdruck wahrscheinlich hier, aber... diese Grafiken sind natürlich auch gerade für größere oder größer angelegte MMOs wesentlich besser als dieser High-End-Grafiken. Ich sag ja, ich kann heute Morgen nicht mehr reden. Wobei, morgen haben wir ja nicht mehr. Das ist doch nicht wahr. Ich bin jetzt im vorderen Bereich. Da ist die Rezeptionistin. Oder muss ich irgendwie unten rein und dann... Ich bin verwirrt. Nee, 12. Hä? Der war doch gerade noch nicht da. Will er mich veräppeln? Der war doch gerade weg. Okay. Oh, goody. Someone to chat with. Sei gegrüßt. Mein Name ist Kenley Bahari. Der erstgeborene Sohn des verstorbenen Kenjun Bahari, dem 118. Herzog der Bahari-Provinz. Oh, die besteht anscheinend schon sehr lange. Und Bruder von Kenyuara Bahari, der derzeitigen Herzogin der Provinz Bahari. Ich bin der Bürgermeister dieses Dorfes und es ist mir eine große Freude und Ehre, dich hier bei uns willkommen zu heißen. Ich wollte mal wegen einem Haus nachfragen. Ein Haus? Und du fragst mich? Nun, ich persönlich habe meins geerbt. Hast du das schon mal versucht? Ich will mein eigenes bauen. Oh, richtig, ja, natürlich. Weil du gerade erst eingezogen bist. Das Grundstück wurde nicht mit einem geliefert. Achso, mit einem Haus geliefert. Egal, ich bin sicher, ich habe den Papierkram hier irgendwo. Gib mir nur einen Moment. Oh nein, wo ist es? Ich werde euch etwas sagen. Geh und finde Tisch, unseren ansässigen Tischler. Interessanter Name für einen Tischler. Ich bin sicher, dass sie sich freuen würde, ihnen ein paar schöne Möbel zu besorgen. Während ich diese Formulare suche. Kann in diesem Spiel bitte mal aufgehört werden, mich immer zu siezen? Ich fühle mich, als ob ich 80 wäre. Können Sie später wiederkommen? Ich bin gerade damit beschäftigt, mein Siegel auf die Dokumente zu setzen, die Esche mir zur Freigabe gegeben hat. Don't tell Esche, you saw me. Ich soll ja nicht erzählen, dass ich dich gesehen habe. Naja, gut, okay. Sprech mit Tisch. Genau, Moment. Hassan? Tisch? Nein, keine Tisch. Wo ist denn Tisch? In welcher Umgebung gibt es denn eine Tisch? Gemeinschaft? Schließe Freundschaften und erkunde Palia gemeinsam. Eine Gemeinschaft erstellen. Gameplayerin Thalia Welt. Keine Ahnung. Nein! Nein! dann die. Thalias YouTuber. Nee, das ist auch doof.
Ich weiß es nicht. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr einen guten Namen habt. Dann werde ich das nochmal ein bisschen aufschieben. Und werde dann entsprechend später mal eine Gemeinschaft erstellen. Also schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn euch ein schöner Name einfällt, der vielleicht entweder was mit mir zu tun hat, also mit Gameplayerin oder mit dem Channel. Oder eine Gemeinschaft mit Herz. Also bei mir, also ich mache ja Let's Plays mit Herz und Seele. Eine Gemeinschaft mit Herz, aber das ist wahrscheinlich zu lang, oder? Gemeinschaft mit Herz. Gemeinschaft mit Herz. Oder sollte man das unter das Motto schreiben? Ich bin mir nicht sicher. Schreibt es mir auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr finden würdet, wie ich das Ganze nennen soll. So, hier sind die Beziehungen zu den einzelnen Leuten. Das Problem ist... Ist das jetzt die hier? Die ist Tisch. Ja, aber... Wo kriege ich die jetzt her? Einarbeitung abgeschlossen. Gardening muss ich noch machen. Cooking, stelle ein Lagerfeuer her. Gut, die beiden könnte ich natürlich auch erstmal machen, bevor ich jetzt hier weitermache. Aber ich würde halt schon gerne wissen, wo Tisch ist. Wahrscheinlich ist die im Nachbarsort. Nehme ich mal an, wenn ich sie hier nicht finde. Weil die müsste ja so... Da war sie doch gerade noch. Hä? Moment. Ach, der fixiert das hier vorne. Ach, deswegen. Okay, ich denke mal, das ist das Haus hier. Na, ich glaube, da war sie gerade. Hi, Tisch. How are you liking Killima? Hi, willkommen im Tal. Ich heiße Tisch und führe den Möbelladen. Die ist echt hübsch. Bist du neu im Dorf oder nur auf der Durchreise? Ich bin gerade erst eingezogen. Alles ist zu aufregend, aber auch hart. Als mein Bruder und ich aus der Stadt hierher gezogen sind, hat es ein kleines Weilchen gedauert, bis wir uns angepasst haben. Naja, klein ist in diesem Fall vielleicht ein bisschen untertrieben. Aber wenn du Hilfe mit den Bewohnern brauchen solltest, kannst du mich gerne fragen. In dieser Gegend bin ich als diejenige bekannt, die selbst mit den schwierigsten Persönlichkeiten gut auskommt. Kenli schickt mich. Ich bin froh, dass du hier wohnen wirst. Ich habe versucht, mir ein gutes Willkommensgeschenk auszudenken, als mir klar wurde, dass ein Haus ohne Möbel nicht wirklich ein Zuhause ist. Hier sind ein paar einfache Rezepte, bei denen du anfangen kannst. Wenn du müde bist von all der harten Arbeit, warum baust du dir nicht einen Platz zum Sitzen oder einen Tisch, an dem du essen kannst? Mein Freund Jell hat darauf bestanden, dass sie auch eine Garderobe haben. Er ist Schneider und sagt immer, wenn man gut aussieht, fühlt man sich am besten. Selbst wenn es etwas gibt, das du jetzt noch nicht machen kannst, bin ich mir sicher, dass du dich inspirieren lassen wirst, sobald du anfängst zu bauen. Jetzt habe ich gar nicht mitbekommen, was hier drin war. Ich denke mal, das sind die Bauanleitungen. Die Ladenfront hebt unsere wechselnde Kollektion gut hervor. Ich freue mich immer, wenn ich neue Stücke von Händlern aus ganz Palia bekomme. Have a good day. Ah, okay. Also wir haben jetzt quasi ein bisschen mit ihr Freundschaft geschlossen. Das habe ich jetzt noch sehen können am Ende. So, okay, wir haben jetzt jede Menge zu tun für diese Folge. Und die Folge ist eigentlich ja schon quasi fast rum. Aber wir gucken trotzdem, dass wir noch ein bisschen was machen können. Moment, in die Richtung. Okay. Aber ich glaube... Anscheinend kann man die dem anderen nicht klauen, weil der hat gerade auch was eingenommen. Ah. Da haben wir nochmal ein bisschen Kupfer. Das nehmen wir natürlich auch mal direkt mit. Können wir das schon gerade finden, ne? Ich meine... So. Was? Irgendwas mit glänzenden Stückchen habe ich jetzt gerade noch lesen können.
So, achso, du bist ein Tier. Okay, da hinten ist auch noch was. Theoretischerweise könnten wir jetzt auch noch diese Viecher hier unterwegs einsammeln, aber das wäre ein bisschen zu heftig. Weil dann brauchen wir wieder die Rauchbomben und alles. Und ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wie teuer die Rauchbomben sind. Ich habe da jetzt noch nicht nachgeguckt. Okay, da ist auch nochmal so ein Ding. Zack. Jetzt haben wir zwei von denen. Moment, jetzt bin ich aber gerade... Jetzt muss ich links und wieder links. Okay, ich bin jetzt quasi einmal in der Runde gelaufen. Jetzt hier eine Kirche oder was? Oder was war das jetzt gerade hier? So, Wasserfall. Sehr schön, aber ich suche gerade noch den Eingang. Was sind das denn hier für Dinger? Die kann man aber nicht nehmen, ne? Ah, hier war es. Okay, perfekt. Dann gehen wir jetzt wieder nach Hause. Wobei ich jedes Mal wirklich Panik habe vor, ihr wisst schon was. Verkauf aus Versandkiste. 248 Gold. Sehr schön. Habe ich die jetzt so bekommen oder habe ich das jetzt... Ja, stimmt. 248 Gold habe ich drin. Was ist das denn hier? For Leveling Up. Achso, Relationships. Okay. Ich habe aber auch Post drin. Wahrscheinlich von dem einen. Oh, okay. Oder von mehreren. Sei gegrüßt, Gameplayerin. Ich liebe es. Wenn die Begrüßung auf Deutsch ist und der Rest dann auf Englisch. Ja, könnt ihr euch gerne mal durchlesen. Picknick. Achso, den meint er. Okay. Provisorische Picknickdecke haben wir jetzt bekommen. Sehr schön. Dann als nächstes. Einer, das ist dieser Roboter. Jetzt habe ich irgendwas gerade überschlagen. I shall teach you. Ja, aber was? Achso, the act of fishing. Ja, sorry, habe ich alles schon selber rausbekommen. Hat mir ja keiner gezeigt. Ihr wart ja alle am Schlafen. So, Zeki, den haben wir, glaube ich, noch gar nicht getroffen. Das ist wohl eine Katze. Haunting or bug catching. Okay. Every quarter of a... Well, look no further. Was? Greatly increase your storage space and cuts those... Okay. Ich habe nicht viel verstanden. Aber das lassen wir erstmal drin. Ah, und sie ist auch... Achso, die Quest haben wir aber jetzt angenommen. Okay. Ja gut, wenn wir die Quest eh angenommen haben, dann kann ich das auch gleich als gelesen markieren. Ja, sie ist immer noch darüber happy, dass sie mich getroffen hat, dass es verrückt ist und so. Oh, something strange is happening with the Phoenix-Schrein. Das ist das, wo wir hergekommen sind, glaube ich, ne? Nothing world ending. Okay, gut, die Welt geht nicht unter, sehr schön. Sind ja zu viele Horror-Stories die letzten, weiß ich nicht, 80 Jahre oder so gewesen, dass die Welt jede 10 Jahre ungefähr untergehen soll. Don't worry, but I could... Use your help. Okay, sie möchte gerne meine Hilfe haben. Aber da geht jetzt keine Quest rein. Doch, Phönixschrein. Doch, doch, steht drin. Okay. Ja, ich würde schon fast sagen, dass wir hier aber erstmal einen kleinen Cut machen. Und dass wir dann in der nächsten Folge hier mit Badru weitermachen. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.